Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Freitag, der 11.05.2018 um 11.17 Uhr. Ich habe ziemlich lange gepennt, irgendwie bis um 10 Uhr, aber ich war auch erst um 3 Uhr im Bett, von daher passt das schon. Habe jetzt ein ausgiebiges Bad genommen und werde jetzt, eigentlich wollte ich mich noch rasieren, das werde ich glaube ich auch noch machen vorm Stream, noch ein bisschen Müll wegbringen und dann geht es um 12 Uhr los mit Kingdom Come. Ich habe gestern zwei andere PCs noch versucht, meinen HOTAS-Schieberegler, also diesen Throttle anzuschließen und beide haben nichts mitgekriegt. Also normalerweise ist es ja so, wenn man ein USB-Device in einen Rechner packt, dass der Rechner zumindest sagt, hier ist irgendwas Unbekanntes, was ist das? Können wir da irgendwas mitmachen? Was soll man damit machen? Aber das System reagiert nicht. Sowohl bei einem Nachbarn als auch gestern Abend bei Benny, da waren wir nämlich noch kurz für 2-3 Stunden und haben noch einen Film geguckt. Den wunderschönen S-Film, den Benny, glaube ich, sehr genossen hat. Ja, und nun bin ich am Überlegen, was ich mache. Also eins davon muss ich auf jeden Fall zurückschicken. Das ist ja das von Amazon, das neue. Das funktioniert hier nicht. Das alte funktioniert auch nicht. Ich bin etwas, wie soll ich sagen, aufgeschmissen. Ich würde halt jetzt gucken, ob ich heute oder nächste Woche Montag dann mal bei Jermaine vorbeifahre, um dort das Ding auszuprobieren, ob das funktioniert. Sollte es funktionieren, ist es vielleicht irgendwas Softwaretechnisches, muss es ja eigentlich sein. Sollte es nicht funktionieren, ist wahrscheinlich der HOTAS Schubregler 1 und 2 kaputt, wie auch immer das dann funktioniert haben kann. Ich weiß es nicht. Der eine ist ja wie gesagt neu, den habe ich ja erst vor 2 Tagen bekommen. Ja, wir gucken mal. Elite muss ich jetzt mal gucken, wie ich das weiterspiele. Der Joystick funktioniert durchaus noch, aber wie gesagt, ich kann kein Gas geben und vor allen Dingen das Landen funktioniert dann irgendwann nicht mehr, weil ich ja dafür den Zeigefinger, den linken, benutze. Mal gucken. Im Netz gibt es leider nicht wirklich viel Hilfe. Von daher muss man mal schauen, wie wir und ob wir das irgendwie gelöst kriegen oder ob ich vielleicht sogar Elite Dangerous an den Haken hängen muss. Ja, mal schauen. Ansonsten heute Vlog wieder mit Ton. Wie gesagt, gestern habe ich ein bisschen am Rechner rumgebastelt, habe ein großes, sehr großes Update von Windows eingespielt und dann war plötzlich die Soundeinstellung zurückgestellt und dann war irgendwie die Sound Source nicht mehr Samsung Mikrofon, sondern Standard und Standard war irgendwie nichts dran und deswegen ist mein Vlog gestern komplett ohne Ton ausgekommen. Und auch im Stream gab es dann keinen Desktop-Sound und keinen Sound und nix. Und dachte mir so, hä, was ist denn das? Und naja, also immer nach einem Windows-Update erstmal die Sound-Einstellung überprüfen, bevor man live geht und streamt. Muss ich irgendwie versuchen, mir in meinen Schädel einzuhämmern. Naja, gut. Also dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Freitag. Falls ihr frei habt, habt einen schönen Freitag. Falls ihr arbeiten müsst, kommt gut durch die Arbeit und schnell ins Wochenende. Und ich bin, wie gesagt, so ab 12 Uhr mit Kingdom Come Deliverance am Start und mache dann heute wieder bis 15, 16 Uhr irgendwas in dem Dreh. Es sei denn, Jermaine meldet sich noch und sagt, ja, komm kurz rum, bevor sie nach Köln fahren, aber ich glaube eher nicht. Ich denke eher nicht. Gut, also dann würde ich sagen, bis in einer guten halben Stunde bei Twitch und oder YouTube oder bis zum nächsten täglichen Vlog. Bis dann, tschüss.